بینرین هیجا ایرو روزه کی پرد هایبت ایرو ام آمادن لور لپایتخت آلمانیا بلین لپالمنت آلمانیا جبر ایرو جنوسیدا فرمانا 2014 یا لسر جواکا ایزدی لسر هرما باجاری شنگاله ای ایرو ور قبول کرن ور اریک کرن وکم دزانن به سالان جواکا ایزدی رخستنین ایزدی کارو خباتین تایبت کن جبو وی جنوسیدی ور قبول کرن ام دزانن لگلک دولتین ناف نتوی و دولتین اوروپا اف جنوسید وکی جنوسید وکی شوجه کی هاتی ناس کرن لبلی مخابن دولت آلمانیا پیشتی حقا سال جا آلین جواکا ایزدی جا آلی رخستین ایزدی گاو هات آویتین نج آلی دولت دست پی کرن هات بو ام جی ایرو لور آمادن امی وی دنگدان و اف اخفتنا لسر جواکا ایزدی لسر جنوسید لفرمانا ایزدیا امی لور جی امی آماده بن و گدار بکن و جبو و جی پاروه بکن و هر وها امی دیتنه و تخوازین کسین ای لور پشار بونه امی وان جی بوره پاروه بکن Den IS habt ihr für euch bekämpft und ihr habt diesen Kampf gewonnen. Doch besiegt habt ihr den IS für die gesamte Menschheit und dafür verneigt sich dieses Parlament heute vor euch. Die heutige Anerkennung des Völkermordes an den Jesidinnen und Jesiden, sie ist ein Akt für die Geschichtsbücher. Denn es ist historisch in der Art und Weise, wie sich Deutschland dem Schutz jesidischen Lebens annimmt. Diese Anerkennung ist aber viel mehr als das. Sie ist auch ein Akt des Handelns. Wir handeln damit, jesidisches Leben in Mesopotamien, ausgerechnet in der Wiege des Jesidentums, ausgerechnet in der Wiege der Menschheit lebt. Und wir blicken auf die Region heute. Bei meinem Besuch in der Region Kurdistan, Irak im Sommer 2022 traf ich Überlebende des Genozids in Flüchtlingscamps unter widrigen Bedingungen. Sie erzählten mir, dass sie zurück in ihre Heimat wollen, aber nicht zurück in ihre Heimat können, weil es dort nicht sicher ist. Die Sindschar-Region, sie ist heute zerrieben. Zerrieben zwischen Militäroperationen der Türkei und des Irans, zwischen Autonomieregierung im Norden und Zentralregierung in Bagdad. Wir erheben mit diesem Antrag die Befriedung der Sindschar-Region zu einer Priorität deutscher Irak-Politik. Und das ist das Mindeste, was wir tun müssen. Doch bis es zu dieser Befriedung im Sindschar kommt, dürfen wir nicht die Menschen in den Camps allein lassen. Sie erzählten mir davon, dass ihr einziger Wunsch am Morgen eines Tages ist, den Tag in Sicherheit leben zu können. Ich finde, diese Menschen haben verdient, dass sie endlich wieder Wünsche für ein Morgen und für ihre eigene Zukunft haben können. Und deshalb ist es jetzt so wichtig, dass unsere humanitäre Hilfe für die Überlebenden des Genozids ausgebaut wird, gerade jetzt, wo das Cluster der Vereinten Nationen ausfällt. Den Völkermord aufzuarbeiten, heißt auch, unsere Rolle, die der Bundesrepublik Deutschland, mitzubeleuchten. Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft reisten in das Kalifat des IS, wurden zu Völkermörderinnen oder Völkermördern. So wie Yalda A. aus Bremen, die bei der Versklavung und der Vergewaltigung einer Jesidin im Irak mitwirkt. Yalda A. wurde vom Hanseatischen Oberlandesgericht im letzten Jahr verurteilt. Und Yalda A. wird nicht die Letzte sein, die in Deutschland nach dem Weltrechtsprinzip verurteilt werden wird. Den Täterinnen und Tätern des Islamischen Staates sei gesagt, wir werden diese Täterinnen und Täter mit der ganzen Härte des Rechtsstaates zur Rechenschaft ziehen und wir werden uns schützen vor die Jesidinnen und Jesiden stellen. Meine Damen und Herren, all das, was den Jesiden und Jesidinnen auf der Seele brennt, das sagen sie der Sonne. Ob jung, ob alt, ob mir oder Frau. Aus diesen Gebeten sind die schönsten,
Gebete, Gedichte und Wünsche für die Menschheit entstanden. Und diese werden in ihrer Schönheit, in ihrer Reinheit und in ihrer Selbstlosigkeit niemals verschwinden. Herzlichen Dank. Nämlich eines barbarischen Völkermordes im 21. Jahrhundert, den Völkermord an den Jesiden durch islamistische Horden, leiten wir für Deutschland ein neues Kapitel in der Auseinandersetzung und in der Verarbeitung dieses Horrors ein. Das barbarische Abschlachten, die Vergewaltigung, die Versklavung, ja der Verkauf von Menschen, vor allem Frauen, aber selbst von Kindern. Das alles ist, um es mit einem alten, aber zutreffenden Wort zu beschreiben, abscheulich. Der deutsche Bundestag verurteilt hier nicht nur ein barbarisches, mittelalterliches und gegen jede Zivilisation gerichtetes Wüten von wilden Orten unter friedlichen und zivilen Angehörigen einer bestimmten Region. Wir gehen zugleich ganz bewusst die Verpflichtung ein, den Opfern dieses Genozids hilfreich zur Seite zu stehen und das auf allen Ebenen und auf Dauer. Deutschland mit der größten jesidischen Diaspora weltweit kommt hier eine besondere Verantwortung zu. Aus dem Katalog der gemeinsamen Forderungen will ich einige betonen. Wir wollen die Hilfe für die Opfer weiter verstärken. Vom Bundesland Baden-Württemberg über viele weitere Initiativen gibt es großartige Beispiele, an denen wir uns orientieren können. Und ich möchte hier ganz besonders Herrn Professor Kieselmann danken, der der Debatte beiwohnt, der mit seinem Team im Bereich Traumatherapie so unendlich viel und Großartiges geleistet hat. Ich erinnere auch Michael Siemelin, Leiter des Unterkontinents Nordirak, als es notwendig war, zu handeln, eben zu handeln. Und wir wollen, dass die Täter identifiziert und verhaftet werden. Und wir wollen dafür das internationale Völkerstrafrecht nutzen. Es darf für diese barbarischen Verbrecher keinen Winkel der Erde geben, an dem sie vor ihrer Strafe sicher sind. Und wir wollen, dass die Opfer dieses historischen Verbrechens völlig zu Recht einfordern und unterstützen. Den Wiederaufbau und das Rückkehrrecht der Menschen in ihre Dörfer, im Shingal, im Lalisch und in der Umgebung und gerade nach dem erlittenen Horror die beste Chance auf Rückkehr in Normalität auf dem ihm heiligen Gebiet zu erreichen. Dazu braucht es, das wissen wir alle, die ernsthafte Kooperation der Führung des Irak. Und so fordern wir auch die Bundesregierung, die Außenministerin und auch den Bundeskanzler nachdrücklich dazu auf, in der Tradition einer von Menschenrechten und Werte geleiteten Außenpolitik nachhaltig und nachdrücklich bei der irakischen Regierung dafür einzutreten, dass das Recht auf Rückkehr auch umgesetzt wird. Und dazu zählt auch, dass die etwa 300.000 Jesiden in den provisorischen Flüchtlingscamps nach Jahren endlich eine Rückkehrperspektive erhalten. Ohne jesidischen Glauben, ohne jesidisches Leben hätten die Stärken des IS nachträglich gewonnen. Das will niemand und auch deshalb braucht es unseren gemeinsamen Einsatz. Eine starke Frau hat uns heute eine Stimme gegeben und sie hat auf noch immer stattfindendes Unrecht hingewiesen. Nadja Murat hat bei einem Gespräch im Bundestag gesagt, ich habe all jene vor Augen, die noch in den Händen des IS sind. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es so wichtig, dass wir nicht allein mit Appellen, sondern mit konkreten Aktionen nach den noch immer vermissten rund 2500 Opfern suchen, die wir in brutaler Sklavenhaltung befürchten müssen. Für diese Menschen zählt jeder Tag und wir müssen hier mehr tun. Und ich erinnere mich an ein Wort in dieser Runde mit Abgeordneten, das mich berührt hat. Sie hat damals gesagt, Deutschland ist meine zweite Heimat geworden.
deshalb betrachte ich euch auch als meine Abgeordneten. Nadja Murat kann heute nicht hier sein, aber ich möchte ganz bewusst von diesem Ort hier im Deutschen Bundestag ihr sagen, dein unermüdlicher Einsatz gegen sexuelle Gewalt als Kriegswaffe ist beeindruckend. Und liebe Nadja, du bist nicht nur ein Segen für die Jesidinnen und Jesiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, keine Frage, die man in vielen Jahren nach dem Genozid einfach sich selbst überlassen kann. Auch sogenannte Realpolitiker müssen anerkennen, zur Achtung der Menschenrechte zählt auch der Einsatz für die Achtung der Rechte dieser Menschen. Das unterscheidet uns doch von Zynikern, die nur mit den Achseln zucken und die Menschen ihrem schlimmen Schicksal überlassen wollen. Mit der Entscheidung heute gibt der Deutsche Bundestag und gibt die Bundesrepublik Deutschland ein anderes Zeichen. Es ist ein Zeichen der Verantwortung, des Respekts und der Empathie. Aus unserem engen und sehr freundschaftlichen Austausch mit vielen Jesidinnen und Jesiden, und ich möchte hier auch den Einsatz von unserer Kollegin Sabine Weiß würdigen, ergibt sich nicht nur der große Respekt für die Art und Weise, wie die Jesiden mit dem Horror eines barbarischen Genozids umgehen. Es drängt sich ein wichtiger Gedanke auf, den ich abschließend äußern möchte. Bitte definieren wir diese Menschen, die viele bis zum Horror durch die IS-Milizen kaum kannten, nicht allein mit Eigenschaft als Opfer. Die Jesiden haben so viel mehr und sie haben so lange ihre eigene Farbe zu unserer globalen Zivilisation der Menschheit beigetragen, dass wir alle ihnen unseren natürlichen Respekt und unsere Empathie entgegenbringen für das, was sie sind. Ein schwer betroffenes, aber nicht geschlagenes Volk und ein Volk mit Stärke und Hoffnung. Tun wir alles, was in unserer Macht steht, um dieses neue, hoffnungsvolle Kapitel im Geschichtsbuch der Jesiden und des Einsatzes für Gerechtigkeit und gegen Gewalt schreiben zu helfen. Wir verneigen uns vor den Opfern und wir drücken unseren Respekt und unsere tief empfundene Empathie für die Jesiden aus. Hul Ola Tausi Melek. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Exzellenz, Wirta Sinn, Herr Botschafter, sehr geehrte liebe Freier und Patron, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte mich bei den Überleben der jesidischen Gemeinschaft und den Familien der Opfer bedanken, die heute hier bei uns im Bundestag anwesend sind. Viele Menschen, das weiß ich, sind einst aus dem Nordirak zu uns nach Berlin gereist. Das ist nicht selbstverständlich und dafür möchte ich mich im Namen der gesamten SPD-Fraktion von Herzen bedanken. Das Grauen, über das wir heute reden, begann in der Nacht vom 2. auf den 3. August 2014 mit der Invasion des sogenannten Islamischen Staates. Das erklärte Ziel der IS-Terroristen, wir haben es gehört, war die systematische Auslöschung der Jesiden. Alles, was dann folgte, hat sich in Form von aufwühlenden Pressebildern in die Erinnerung eingebrannt. Frauen, Töchter und Kinder mussten damals mit ansehen, wie IS-Kämpfer in die Dörfer eindrangen und ihre Männer, Väter und Brüder ermordeten. Ganze Dorfbevölkerung wurden verschleppt und auch für immer auseinandergerissen. Die Miliz drohte den Jungen mit dem Tod, wenn sie sich nicht freiwillig zum Islam bekehren lassen. Heranwachsende wurden als Soldaten Selbstmordattentätern missbraucht und ihren Familien entrissen. Junge Frauen und Mädchen wurden vergewaltigt und als Sklavinnen verschleppt und in unmenschlicher Weise verkauft. Alte wurden ermordet oder kamen auf der Flucht um. Seither flohen tausende Jesidinnen und Jesiden aus der Region. Der Terror in Zahlen. 5000 Menschen wurden allein 2014 getötet, über 7000 verschleppt und versklavt. Nach wie vor sind 2850 Menschen als vermisst gemeldet. Die Dunkelziffer ist weitaus höher. Aktuell leben noch rund 300.000 Jesidinnen und Jesiden in irakischen Flüchtlingslagern und warten bislang vergeblich auf eine Rückkehr in ihre Heimatregion. Massengräber und zerstörte Dörfer zeugen bis heute von dieser menschlichen Katastrophe.
Mit einer kleinen SPD-Delegation war ich vor einigen Monaten im Irak. Das Leid und die Perspektivlosigkeit der Verletzten, der Frauen und der Kinder in den IDP-Camps hat uns alle sehr berührt. Diese Frauen und Kinder wollen dringend nach über 8 Jahren der Heimatlosigkeit in ihre Heimat zurück. Sie brauchen Unterstützung beim Wiederaufbau ihrer Dörfer in Xinjiang. Sie möchten in Sicherheit und Frieden leben. Ich bin zuversichtlich, dass die neue irakische Regierung beim Wiederaufbau und der Befriedung der Region sich weiter engagieren wird. Auf unsere Hilfe können Sie zählen. Auch die jüdische Gemeinde, die Stände sind bereit, die irakische Regierung mit ihrer Händearbeit beim Wiederaufbau tatkräftig zu unterstützen. Zwischen all dem Leid und der Perspektivlosigkeit in der Hitze, zwischen den einfachen Stoffzelten in Shechem, flackerte immer wieder die Entschlossenheit in den Augen der geflüchteten Jesiden und Jesiden durch. Ich habe Frauen kennengelernt, die sich durch ihren Mut und ihre Haltung nicht haben von der Perspektivlosigkeit brechen lassen. Auch nach 8 Jahren hält sie die Hoffnung, bald in ihre Heimat zurückkehren zu dürfen, erhobenen Hauptes auf den Beinen. Ich habe Löwen kennengelernt. Als Menschenrechtspolitikerin und Politiker aller Parteien war es unmöglich, vor diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit länger die Augen zu verschließen. Die Ampel hat deshalb mit der Union diesen Antrag auf den Weg gebracht. Wir stufen heute die Verbrechen von 2014 im Einklang mit den Kriterien der Vereinten Nationen als Völkermord ein. Die unbeschreiblichen Gräueltaten der IS-Miliz dürfen nicht ungestraft bleiben. Nicht im Irak und nicht in Deutschland. Denn eins ist klar, ein Völkermord verjährt niemand. Sehr geehrte Überlebende, sehr geehrte weltliche und geistliche Repräsentanten des Jesidentums, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der jesidischen Stämme, die heute hier sind. Wir verneigen uns heute als Deutscher Bundestag vor Ihnen. Wir würdigen Ihren Widerstand gegen das Unrecht und Ihre innere Stärke, sich nicht brechen zu lassen. Wir erkennen das unbeschreibliche Leid an, das Ihnen individuell und kollektiv widerfahren ist. Wir stehen an Ihrer Seite bei Ihrem Kampf um historische Gerechtigkeit, aber auch bei Ihrem Bemühen um Versöhnung und Wiederaufbau. Heute ist ein wichtiger Tag. Die Anerkennung des Völkermords ist keine Worthülse. Wir stellen heute gemeinsam zumindest ein Stück weit historische Gerechtigkeit her. Diese Grausamkeiten kann niemand rückgängig machen. Vollständige Gerechtigkeit wird es niemals geben können. Sie ist erst annähernd erreicht, wenn die Opfer aus den Massengräbern identifiziert, beerdigt und die Mörder bestraft worden sind. Erst wenn Klarheit herrscht über den Verbleib der vermissten Menschen und die Letzten aus Gefangenschaft befreit worden sind. Wir wollen Ihnen, den Überlebenden, eine Stimme geben. Das, finde ich, ist ein Grund zur Zuversicht. Wir werden Ihnen unterstützen, zur Seite stehen, dieses kollektive Trauma zu verarbeiten. Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aslan hat die Wirkung der Anerkennung von Verbrechen folgendermaßen beschrieben. Die einzige Möglichkeit, diesen Zustand absoluter Ohnmacht zu überwinden und in eine neue Phase der Wiedergewinnung von Würde, Identität und Sicherheit zurückzukehren, besteht darin, dass diese tiefen Wunden anerkannt und auch von außen bestätigt werden. Das tun wir heute. Unser Antrag geht genau diesen Weg, er ist insofern ein Meilenstein. Für uns war es außerdem wichtig, dass wir die jesidische Identität, die durch den Völkermord schwer erschüttert wurde, auch sprachlich sichtbar stärken. Zum Beispiel, indem wir gegen anfängliche Widerstände die Selbstbezeichnung jesidisch erstmals in einem offiziellen Dokument verankern. Wir kommen damit dem Wunsch nach Respekt und Anerkennung der 235.000 in Deutschland lebenden Jesidinnen und Jesiden nach. Ich freue mich, Werner, dass wir als SPD die Schaffung einer interdisziplinären Instituts oder eines Lehrstuhls in Deutschland zur wissenschaftlichen Erforschung des Jesidentums und zum Abbau von Vorurteilen durchgesetzt haben. An dieser Stelle denke ich ausdrücklich an meinen Kollegen Peter Heinz, der im Bildungsministerium dafür sehr stark gemacht hat.
aktiv eingebracht haben und über Parteigrenzen hinweg heute dieses deutliche Zeichen setzen. Solch grausame Verbrechen sollen uns nicht denken lassen, es können nicht noch viel grausamer werden. Und damit es nicht wieder geschieht, sind wir alle gefragt. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Martin Sichert für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nach meiner Rede zum Opferschutz Ende 2019 haben mich viele jesidische Gemeinden quer durch Deutschland eingeladen. Überall habe ich tolle Menschen angetroffen und eine unglaubliche Gastfreundschaft erlebt. Ich habe die Jesiden als ein Volk erlebt, das nach vielen Jahrhunderten der Vertreibung, Unterdrückung und der Völkermorde stolz auf seine Identität ist, aber zugleich mit viel Fleiß bestrebt ist, alles zu tun, um in Deutschland dauerhaft eine Heimat zu finden. Ich habe viele Geschichten von Verfolgung gehört und möchte eine kleine Episode hier vortragen, die mich besonders beeindruckt hat. Das sind die letzten Worte eines Vaters, der 2014 vor die Wahl gestellt wurde, entweder zu sterben oder zum Islam zu konvertieren. Seine letzten Worte waren: Ich bin als Jeside geboren und werde als Jeside sterben. Solcher Mut im Angesicht des drohenden Todes hat meinen höchsten Respekt und er ist zugleich ein gutes Beispiel dafür, wie stark das Volk der Jesiden ist. Es ist höchste Zeit, dass der Bundestag den Völkermord an den Jesiden anerkennt. Noch vor wenigen Monaten haben die anderen Fraktionen im Bundestag unseren Antrag dazu abgelehnt. Es freut mich außerordentlich, dass bei Ihnen nun ein Umdenken stattgefunden hat und Sie diesem geschundenen Volk den gebotenen Respekt zollen. Wir werden dem gerne zustimmen. Es darf dann aber nicht nur um schöne Worte gehen, sondern es müssen auch konkrete Taten folgen, um die Jesiden zu schützen. Der Völkermord an den Jesiden 2014 war kein Einzelfall. Es war der 74. Genozid in der Geschichte der Jesiden. 74 Völkermorde. Als Repräsentant des deutschen Volkes und als Vertreter der Alternative für Deutschland heiße ich Sie, liebe Jesiden, herzlich willkommen in Deutschland. Für politisch Verfolgte wie Sie wurde das Asylrecht geschaffen. Leider wurde das Asylrecht in den letzten Jahren vollkommen pervertiert und ihren Völkern genauso ins Land gelassen wie Sie. Obwohl alle meine Vorredner so getan haben, als würden die Täter konsequent verfolgt, sieht die Realität komplett anders aus. Seit 2014 gab es über 5000 Hinweise auf Kriegsverbrecher unter den Asylbewerbern, aber nur in ein paar hundert Fällen wurde überhaupt ermittelt, der Rest wurde von den Behörden schlicht ignoriert. Die Jesidinnen wurden massiv traumatisiert, als sie in Deutschland ihre Sklavenhändler oder Vergewaltiger des IS wiedergetroffen haben. Auf dem Auge des radikalen Islam ist die Bundesregierung leider von 2014 bis heute vollkommen blind. Das führt dazu, dass auch in Deutschland von mehreren Jesiden von Muslimen aus religiösen Gründen umgebracht wurden. Das Bundesinnenministerium ist noch nicht mal bereit, auf der Islamkonferenz die massiven Probleme, die es in Deutschland mit dem radikalen Islam gibt, anzusprechen. Lieber nimmt man unschuldige Opfer in Kauf, als den Islamverbänden Grenzen aufzuzeigen. Wohin das führt, konnte man zuletzt an Silvester sehen. Wann immer es um den Islam oder muslimische Clans geht, wird massiv verharmlost. Sie alle hier von der Linken bis zur CDU betreiben sogar aktiv Rassismus, um die dringend notwendige Debatte zu unterdrücken. Sie versuchen ja jetzt auch schon wieder mit Zwischenrufen diese Debatte zu unterdrücken. Wir müssen darüber reden, dass die Vorstellungen der Scharia nicht mit dem Grundgesetz kompatibel sind, wenn wir Minderheiten wie die Jesiden schützen wollen. Westasiaten, nur um nicht über muslimische Clans sprechen zu müssen. Das ist bodenloser Rassismus, bei dem sie die gut integrierten Jesiden, Armenier, koptischen Christen und andere mit den Tätern in einen Topf werfen. Wenn Sie es ernst meinen mit dem Schutz von Jesiden und anderen Minderheiten, dann hören Sie endlich auf mit diesem Rassismus, mit Worten wie Migrationshintergrund oder westasiatisch. Reden wir über die Täter, über muslimische Clans und über islamische Kriegsverbrecher, die fälschlicherweise im Rahmen des Asylrechts entkommen konnten, obwohl sie nicht Verfolgte, sondern Verfolger sind. Ja.
insbesondere hier von den Grünen, der die schlimmsten an der Stelle. Das konnte man die Woche wieder in der Presse erfahren, als sie in Frankfurt ein wichtiges Parteiamt an Andreas Schiedinger gegeben haben, einen Kandidaten der MHP. Die MHP ist die faschistische Partei der Türkei, der parlamentarische Arm der rechtsradikalen Grauen Wölfe. Auch in der Vergangenheit fielen diese durch Besuche bei Veranstaltungen der Grauen Wölfe und deren Tarnorganisationen auf. Sie von den Grünen haben sogar dafür gesorgt, dass mit Claudia Roth eine Frau Kulturstaatssekretärin wurde, die in der Vergangenheit vor allem dadurch aufgefallen ist, dass sie öffentlich verkündet hat, die Türkei für die Konflikte in der Türkei zu geben. Claudia Roth feierte Konflikte, die zahllose Todesopfer, insbesondere unter Kurden, die sie gefordert haben. Sie von den Grünen sind die ganze Partei im deutschen Bundestag. Sie haben sich auch letzte Woche wieder unter Beweis gestellt, dass Sie in Thüringen einen Minister nur deswegen entlassen haben, weil er in Ihren Augen das falsche Geschlecht und die falsche Hautfarbe hat. Sie sind die Partei des gelebten Sexismus und Rassismus, und beschämend ist, dass Union, FDP, SPD und Linke den Grünen in deren Rassismus und Sexismus nacheifern. Ich rufe Sie auf, nehmen Sie endlich Ihren Antrag an, kehren Sie um, fangen Sie an, die Würde des Menschen zu respektieren und wirklich Verfolgte zu schützen. Hören Sie auf, die Türkei zu unterstützen, die nicht nur 2014 auf der Seite des IS stand. Hören Sie auf, die Türkei zu unterstützen, die 2014 auf der Seite des IS stand, sondern sogar später noch ehemalige Soldaten des IS eingesetzt hat, um in Afrin einzumarschieren. Beim 74. Völkermord haben ausgerechnet die in Deutschland als Terrororganisation eingestuften PKK und Siebenbürger geholfen und Tausende gerettet. Beschämend für das damals tatenlose Deutschland. Und umso mehr ist es unsere Aufgabe, alles dafür zu tun, dass es keinen 75. Völkermord geben wird. Innenpolitisch müssen wir künftig klar den kulturellen und religiösen Hintergrund von Tätern erfassen. Wir müssen anfangen, über die Rolle islamischer Clans und muslimischer Täter offen zu sprechen. Und wir müssen vor allem dafür sorgen, dass Verfolger und Kriegsverbrecher künftig nicht mehr nach Deutschland kommen können. Außenpolitisch muss die Region sicher und ein Schutzgebiet für die Jesiden werden, um weitere Genozide zu verhindern. Beenden wir die Unterstützung der Türkei, die im Sinsa-Gebirge einen kleinen Jungen mit einer Drohne umgebracht hat, just in der Woche, als wir im Bundestag die öffentliche Anhörung zum Völkermord hatten. Und sorgen wir dafür, dass jesidische Flüchtlinge im Irak in separaten Flüchtlingslagern untergebracht werden. Es ist unerträglich, dass junge vom IS vergewaltigte Frauen im selben Lager wie IS-Kriegsverbrecher untergebracht werden. Wir von der AfD erkennen diesen Völkermord als einen von 74 Völkermorden in der Geschichte der Jesiden an. Und ich verspreche Ihnen, wir werden uns dafür stark machen, dass es keinen 75 gegeben wird. Ich weise Sie darauf hin, dass auch auf den Zugang Beitragsfunktion nicht gestattet sind, um Sie davon abzusehen. Sonst wird es nicht für Grüne geräumt werden. Wir haben gesehen, dass auf dieser Seite der Tribüne Platzsturm ist. Und ich weiß, dass das nicht geht. Und deswegen habe ich gesagt, dass das unterbunden werden muss. Und wenn ich noch einmal sehe, dass dort auf der Tribüne weiterhin von irgendwelchen Beifallsbekundungen Gebrauch gemacht wird, dann wird diese Tribüne auch hier räumen. Jetzt gebe ich das Wort dem Kollegen Peter Heidt für die FDP-Fraktion. Ich werde ihn auch präsentieren. Ich würde es gut finden, wenn jetzt alle dem Kollegen zuhören und wenn das möglich ist, dass wir diese Debatte in Würde weiterführen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der jesidischen Gemeinschaft. Wir haben leider gerade wieder das hessische Gesicht der AfD gesehen. Sie sind aber so ein Thema, wo es nicht um Parteipolitik geht, sondern um Anerkennung eines schlimmes Verbrechens, diese Redezeiten ausnutzen, um ihre unsägliche Hasstiraden hier abzulassen. Ich finde das so schwierig.
einem geschuldeten Volk zu helfen und die besten Möglichkeiten zu bieten. Deshalb haben wir auch damals Ihren Antrag abgelehnt, weil der ganz kurz war und nicht zu Ende gedacht war. Wir haben sehr lange an diesem Antrag gearbeitet und ich glaube, dass wir insgesamt hier einen sehr, sehr guten Antrag heute hier vorlegen können. Wenn Genocide is committed, it must be seen. People must look at it with open eyes, not minimize its impact. Nadja Murads Aussage hat über die Jahre weder an Wahrheit noch an Gültigkeit verloren. Ihre Worte sind ein Plädoyer gegen die Unkultur des Schweigens, des Wegschauens, auch des Duldens. Eine Kampfansage an die Relativierung und in erster Instanz ein Ruf nach Gerechtigkeit. Dass der Weg zur Gerechtigkeit mühsam, steinig ist, Aufarbeitung und Versöhnung nur Ergebnisse eines beharrlichen Prozesses sein können, bezeugt der Blick in die eigene Vergangenheit. Die politische, historische und gesellschaftliche Aufarbeitung des nationalsozialistischen Genozids ist nicht, oder besser gesagt, niemals abgeschlossen. Das Bekenntnis zur historischen Verantwortung Deutschlands bedarf einer kontinuierlichen Erneuerung. Seiner historischen Verantwortung gerecht zu werden, kann und muss Deutschland, indem es innerhalb der internationalen Gemeinschaft eine Vorreiterrolle einnimmt bei der Kenntnismachung und Aufarbeitung von Menschheitsverbrechen. Und damit ein Exempel dafür statuiert, dass sie Unrecht, Hass und Grausamkeit eben nicht stillschweigend hinnimmt. Mit Blick auf die unsäglichen Verbrechen, die im August 2014 im nordirakischen Sinjar-Gebiet an den dort ansässigen Jesidinnen und Jesiden durch den sogenannten Islamischen Staat verübt worden sind, hat Deutschland sehr lange diesen Anspruch nicht erfüllt. Solange hat Deutschland das systematische Mord, das in der Absicht begangen wurde, die jesidische Gemeinschaft vollständig auszulöschen, das Foltern und das Sklavenverkaufen von überwiegend Frauen und Kindern, den gezielten Einsatz von Vergewaltigung als Kriegswaffen gegen Jesidinnen nicht als das bezeichnet, was es ist. Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der Deutsche Bundestag bricht heute endgültig dieses Schweigen, indem er eine mit breiter Mehrheit getragene Resolution zur Anerkennung des Völkermords an Jesidinnen und Jesiden verabschiedet. Damit verneigt er, wir uns vor allen Opfern dieser grausamen Verbrechen. Gerechtigkeit zu schaffen, die Täter strafrechtlich zu verurteilen, muss unser gemeinsames Ziel sein. Urteilung von IS-Verbrechern, die durch das Bahnrecht Urteil vom Oberlandesgericht Frankfurt sind so wichtig. In diesem Antrag fordern wir die Bundesregierung dazu auf, die Arbeit der Gerichtsbarkeit fortzuführen, indem sie durch die weitere Unterstützung internationaler und nationaler Strukturen der strafrechtlichen Aufarbeitung des Völkermords ihren Beitrag leistet. Wir fordern die Bundesregierung auf, auch zukünftig ihr Engagement im Nordirak bei der jesidischen Gemeinschaft fortzusetzen. Darunter fallen Unterstützungsmaßnahmen zur Wendung ihrer humanitären Notlage, Wiederaufbau der zerstörten Städte und Dörfer und politische, diplomatische Bemühungen, welche dem Wunsch nach Entschädigung, Aussöhnung und Partizipation Rechnung tragen. Gleichzeitig muss die volatile Sicherheitslage im Sinjar-Gebiet durch von Deutschland ausgehende internationale Anstrengungen positiv geklärt werden. Für die jesidische Gemeinschaft muss ein Leben in Frieden und Sicherheit und in Selbstbestimmung in ihrer Heimat unbedingt wieder möglich sein. Dass die jesidische Diaspora in Deutschland hierzulande ein Leben ohne Diskriminierung und Ausgrenzung führen kann. Bildung und Aufklärung bildet bekanntermaßen das Fundament für eine integrative und pluralistische Gesellschaft, sind die wirksamste Waffe gegen Vorurteile. Die Bundesregierung ist daher angehalten, Bildungs- und Forschungsangebote, die dem Abbau von Vorurteilen gegen das Jesidentum dienen, einzurichten. Die Resolution ist das Ergebnis langer politischer Diskussionen. Ich möchte hervorheben, die großartige Arbeit der jesidischen Jugend, die uns alle im Hohen Haus in besonderem Maße sensibilisiert haben. Mein Kollege Hoffmann wird von den meistgeliebten Aufnahmen in Baden-Württemberg sprechen. Auch Nicht-Jesiden hatten ihren Anteil. Danke mich exemplarisch, weil Tobias Huck der Augenzeuge des Völkermords wurde, weil er ab Sommer 2014 als Flüchtlingshelfer im Irak war und in diesem Moment unter Einsatz des eigenen Lebens Jesidinnen und Jesiden mit Hilfsgütern versorgt hat. Ich möchte mich ausdrücklich bei der SPD, liebe Philipp Nachbauer, für die vertrauensvolle und hervorragende Zusammenarbeit bedanken. Danke auch an die Union Michael Brandt für die Finalisierung des Antrags. Ich bin unglaublich froh, dass wir diesen Antrag hier auf die Beine gestellt haben. Was lange währt, wird endlich gut.
Vielen Dank, dann hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren der jesidischen Gemeinschaft heute im Deutschen Bundestag. Heute ist ein historischer Tag. Endlich wird der Bundestag den Völkermord an den Jesiden anerkennen. Auf diesen Tag haben die Vertreterinnen und Vertreter der jesidischen Gemeinschaft, auch meine Fraktion und ich selbst, jahrelang hingearbeitet. Umso bedauerlicher ist es, dass wir bei dieser Antragstellung der Ampel plus Union draußen gehalten worden sind. Aber meine Damen und Herren, das Thema ist größer als wir alle hier zusammen. Und deshalb wird die Linke diesem Antrag selbstverständlich zustimmen. Wir sind nicht überfällig, diese Anerkennung. Wir wollen, dass der Bundestag diesen Völkermord an den Jesiden anerkennt. 8 lange Jahre, nachdem im August 2014 die Mörderbanden des Islamischen Staates Jesiden abschlachteten, vergewaltigten, versklavten. Deshalb ist es höchste Zeit, den Jesiden Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Aber man kann beim Lesen des Antrags den Eindruck gewinnen, der IS wäre vom Himmel gefallen. Weder werden die Vorgeschichte genannt, noch die Unterstützer dieser Mörderbande. Warum wohl? Wenn man dies getan hätte, dann hätte man sagen müssen, dass der IS in doppelter Hinsicht das Produkt der westlichen Interventionspolitik war. Zum einen der Invasion der USA im Irak 2003, und zum anderen der Regime-Change-Politik in Syrien. Die US-Administration damals, Jake Sullivan, jetzt als Sicherheitsberater, sagte damals, Zitat, Al-Qaida ist auf unserer Seite in Syrien, Zitat Ende. Der IS und die Al-Qaida wurden unterstützt mit Waffen und Geld von unseren engsten Verbündeten, von Saudi-Arabien, der Türkei und Katar. Die damalige Bundesregierung lieferte Waffen an diese Verbündeten und jetzt werden weiter Waffen geliefert. Das ist die deutsche Mitverantwortung, meine Damen und Herren. Und dieser Mitverantwortung stellen Sie sich leider nicht, aber das ist notwendig. Diese Politik nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, hat dazu geführt, dass hier in Deutschland weiter Spenden für islamistische Terrorgruppen gesammelt werden konnten, während der Völkermord an den Jesiden im vollen Gange war. So wurde der IS in Deutschland erst am 12. September 2014 verboten. Auch das gehört zur historischen Wahrheit und auch das dürfen wir niemals vergessen, damit so etwas nie wieder vorkommt. Und es schmerzt mich auch, dass diejenigen, die den Jesiden sich im Sinjar-Gebirge, im Schengen, gegen die Völkermörder des IS verteidigten, die den Jesiden halfen, in die Berge zu flüchten, nicht einmal benennen in ihrem Antrag. Denn die historische Wahrheit ist doch, während die Peschmerga die Jesiden schutzlos zurückließen und sogar noch die Waffen mitgenommen haben, waren es die mutigen Kämpferinnen und Kämpfer der YPG, die da waren und die Jesiden verteidigten und sich den islamistischen Mörderbanden entgegenstellten. Und vor ihrem Mut verneigen wir uns hier in Demut, weil sie für immer als die Befreier der Jesiden in die Geschichte eingehen. Und wenn man weiterliest in ihrem Text, findet auch eine andere Sache überhaupt keine Erwähnung, nämlich die YPG. Und da fragt man sich, warum wird die YPG als Befreier der Jesiden nicht erwähnt? Und man kann es sich nur so erklären, dass sie die Fahne der YPG, die Fahne der Befreier der Jesiden ja hier in Deutschland verboten haben, mit Rücksicht auf ihren NATO-Partner Türkei. Und ich frage mich, wie kann man das mit einem Gewissen vereinbaren? Ganz aktuell bombardiert die Türkei immer wieder die Selbstverteidigungseinheiten in Schengal und die Jesiden. Und auch da höre ich nichts von dieser Bundesregierung. Warum, Frau Baerbock, verurteilen Sie nicht die völkerrechtswidrigen Angriffe Ihres NATO-Partners Türkei im Sinjar-Gebirge? Wenn Sie wirklich den Schutz der Jesiden wollen, dann dürfen Sie nicht weiter schweifen zu Ihrem Partner Türkei. Und deshalb sagen wir, wer Interesse hat, die Jesiden zu schützen, der muss alles tun, um die Bombardierungen im Sinjar-Gebirge zu stoppen. Vielen Dank.
weise noch einmal kurzzeitig darauf hin, dass auch das Filmen von Tribünen nur von Vertreterinnen und Vertretern der Presse erlaubt ist, für Vertreterinnen und Vertreter der Presse erlaubt ist, für niemand anderen. Und gebe jetzt das Wort für die Bundesregierung der Bundesministerin Annalena Baerbock. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne, liebe Jesidinnen und Jesiden. Wir gedenken heute dem, was Ihrem Volk, was Ihren Schwestern, Müttern, Vätern, Brüdern, Kindern angetan worden ist. Dieses Gedenken ist für uns aber auch Auftrag. Auftrag, nicht nachzulassen, nach denjenigen zu suchen, die weiterhin vermisst und versteckt sind. Wahrscheinlich 3000. Viele von uns waren selber vor Ort, ich auch. Und deswegen ist für mich dieser Auftrag, mich nachzulassen, das Allerwichtigste des heutigen Tages. Als ich vor 3 Jahren dort war, in einem der Camps, zeigte mir eine Frau mit ihr zersplittertes Handy. Darauf 2 Mädchen, eine ungefähr 3, die andere 9 Jahre alt. Und sagte, das sind meine Töchter, die nicht befreit werden konnten. Diese Frau wurde verschleppt, als Sexsklavin gehalten, musste das Schlimmste erleben, was seine Frau, was seine Mutter erleben muss. Und dann hat der Peiniger irgendwann gesagt, du kannst gehen und deinen kleinen Sohn mitnehmen, weil er sich eine andere Frau geschafft hatte. Aber ihre Töchter mussten bleiben. Und dieses zersplitterte Handy. Das ist für uns Auftrag, nicht nachzulassen. Nach all den Mädchen weiter zu suchen, die mittlerweile Teenager oder Erwachsene sind. Und deswegen bin ich so dankbar, dass wir gemeinsam als Bundestag heute hier fraktionsübergreifend diesen Auftrag annehmen, indem wir diese Verbrechen bei Namen nennen, den Völkermord an den Jesiden und Jesiden. Sondern im Sinne unserer gemeinsamen Außenpolitik immer wieder zu reflektieren, was hätten wir tun können. Was können wir tun, um zukünftige Völkermorde zu verhindern. Und ein Satz neben dem zersplitterten Handy lässt mich nicht los. Der steht im Übrigen auch in dem Buch von Shirin, Ich bleibe eine Tochter des Lichts. Ihr wusstet doch, wo wir waren. Als Tausende von Frauen in einer Schule eingepfercht waren, wurden GPS-Daten verschickt. Ja, wir wussten, wo sie waren. Wir wussten, wo die Frauen waren. Deswegen sollten wir uns auch fragen, warum haben wir nicht gehandelt? Natürlich ist alles militärisch immer eine Abwägungsfrage. Aber haben wir nicht gehandelt aufgrund der Herkunft der Opfer oder des Geschlechts der Opfer? Ich kann die Frage nicht beantworten, aber ich finde wichtig, dass wir uns dieser Frage immer wieder aufs Neue stellen, um diese Verbrechen in Zukunft zu verhindern. Ich möchte einigen von Ihnen auf der Tribüne danken, Neslan Matu, Jihan Aloma und so vielen anderen, dass Sie trotz der Furchtbarkeit, und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man darüber sprechen kann, was einem selber angetan wurde oder was es mit einem macht, wenn der Bruder, der Vater vor den eigenen Augen erschossen wird, dass sie dennoch darüber gesprochen haben, dass sie uns, dass sie die Welt wachgerüttelt haben, damit wir heute gemeinsam diesen Parlamentsbeschluss gemeinsam fassen können. Und dass wir das benennen können, was ihnen angetan wurde. Ein Völkermord passiert an den Jesiden und Jesiden. Und ich möchte auch anderen danken, weil es deutlich macht, dass Politik immer auch von Einzelnen lebt. Von Einzelnen, die den Mut haben, über das Leid zu sprechen. Aber auch von den Einzelnen, die in einem Parlament von über 700 den Mut zu haben, zu sagen, wir haben noch gar keinen fraktionsübergreifenden Antrag, wir haben vielleicht in der Fraktion noch gar nicht alle einer Meinung und wir sprechen trotzdem Dinge an. Daher erinnere ich an dieser Stelle auch an unseren verstorbenen Kollegen Thomas Oppermann, der gemeinsam mit Volker Kauder in der vergangenen Legislatur mit anderen, und ich war auch dabei, deswegen weiß ich so genau,
tagtäglich versucht hat, dass diejenigen, die Opfer von dieser Versklavung geworden sind, Kinder, die nicht in ihre Familien zurückkehren konnten, rausgeholt werden. Und ich danke auch Baden-Württemberg, dem Ministerpräsidenten, der in einer Nacht- und Nebelaktion und die Stimmen derjenigen, die gesagt haben, das geht doch alles gar nicht, dass ein Bundesland plötzlich aktiv wird, gesagt hat, wir machen es jetzt. Weil es um das Wichtigste geht, was wir als Politikerinnen und Politiker für Verantwortung haben. Im Namen der Menschlichkeit zu handeln. Dafür herzlichen Dank auch an denjenigen in Deutschland, die als Aktivistinnen oder als Aktivisten oder als Ärzte oder Soziologen aktiv waren. Hüsen Tekal, Jan Dehan, Kieselmann. Dieser Beschluss heute hier ist nicht nur der Beschluss von Politikerinnen und Politikern, sondern er steht stellvertretend für unser ganzes Land. Deutschland erkennt den Völkermord an den Jesiden und Jesiden an, als Gesellschaft. Dafür danke. Dafür zu sorgen, dass wir nicht nur anerkennen, sondern dass wir Gerechtigkeit für die Opfer schaffen. Auch deswegen ist es so wichtig, immer weiterzumachen, nicht nachzulassen, vor all den Formen unserer Gesellschaft. Es wurde bereits angesprochen, aber das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt, das ist so wahnsinnig wichtig, weil eben nicht nur Terrorismus angeklagt wurde, sondern Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die einzelnen Verbrechen an Opfern gehört und zur Strafe gebracht worden sind. Das ist ein Meilenstein im weltweiten Kampf gegen die Straflosigkeit. Und daran aufzubauen, auch das ist, glaube ich, wichtig und können wir gemeinsam als Parlament, als Bundesrepublik Deutschland ein Zeichen setzen, indem wir jetzt beim Internationalen Strafgerichtshof diese Verbrechen weiter voranführen. Deutlich zu machen, dass es nicht um die Täter geht, sondern vor allen Dingen um die Gerechtigkeit für die Opfer. Frau Ministerin. Damit sich in Zukunft Völkermord nicht über Generationen vererbt. Weil das ist der dritte Auftrag von den Jesidinnen und Jesiden gewesen. Wir können diesen Völkermord nicht rückgängig machen, aber wir können dafür sorgen, dass die Opfer Gerechtigkeit erhalten, damit der Völkermord nicht vererbt wird. Herzlichen Dank. Am Derbasi Dengdani Dibin, Dengdana Derbari Kabulkina Genocida, Ledji Djivaka Ezidi. Waka Parlamento Alman, ما جنوسايت لديجي جواكا ايزيدي وكا جنوسايت قبول